Bitte schön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Diese Woche steht ja sehr im Zeichen der Sondierungsgespräche, die stattfinden zwischen SPD, Grünen und FDP. Und natürlich schauen wir da mit großem Interesse darauf, welche Inhalte dort verhandelt werden. Und nun hat ja die FDP nochmal vor Beginn der Gespräche deutlich gemacht, dass ihre Haltelinien, ihre rote Linien sind, dass die Schuldenbremse eingehalten werden muss und es keine Steuererhöhungen geben darf. Wenn dem so sein sollte und die anderen Sondierungspartner darauf eingehen, würde das faktisch bedeuten, dass es ja gar keinen finanziellen Spielraum gäbe für Investitionen in die Infrastruktur, in Gesundheit, in Bildung, in den Klimaschutz, in bezahlbares Wohnen. Und deswegen glauben wir, dass wirklich eine der ganz entscheidenden Fragen wirklich für diese Regierungsbildung ist, ob es eine Form von Umverteilung, ob es eine Form von anderer Steuerpolitik geben wird, weil ohne eine andere Steuerpolitik es überhaupt nicht möglich ist, eben auch das Geld in die Hand zu nehmen, das dringend notwendig wäre, um eben dieses Land zu modernisieren, wie die Sondierer ja selber sagen. Ja, ich will ein zweites Thema gerne ansprechen, das ist der Tarifstreit im Baugewerbe. Und es gab ja letzte Woche die große Demonstration in Berlin und möchte sagen, dass wir die Forderung der Beschäftigten absolut begrüßen, dass eine Gehaltserhöhung oberhalb der Inflation selbstverständlich sein muss, vor allem in Bereichen, in denen die Löhne generell ja in vielen Bundesländern viel zu niedrig sind. Und deswegen unterstützen wir das, auch das Thema Ost-West-Angleichung. Und wir hoffen sehr, dass es da ein gutes Ergebnis gibt, weil es geht um ja fast 1 Million Beschäftigte, die um faire Bezahlung kämpfen. Die Linke steht hinter ihnen. Und auch hier wäre etwas, was die nächste Bundesregierung dringend tun könnte und müsste, nämlich endlich ein Tariftreue- und Vergabegesetz auf der Bundesebene, was gerade eben auch für den Baubereich ganz entscheidend wäre, nämlich in einem Bundesgesetz festzuschreiben, dass nur Unternehmen öffentliche Aufträge bekommen, die eben auch nach Tarifvertrag bezahlen, die kein Sozialdumping, kein Umweltdumping betreiben. Das ist eine wichtige Forderung und da könnte eine neue Bundesregierung Leitplanken setzen. Ich will noch einen dritten Punkt ansprechen. Wir sind ja in der Partei in einer Diskussion gerade. Wir hatten letzte Woche einen ziemlich gut besuchten Mitgliedertreffen gehabt online, wo wir über das Wahlergebnis diskutiert haben. Wir haben die Landesvorsitzenden zusammengeholt und auch der Bundesausschuss hat am Wochenende getagt, wo wir natürlich jetzt auch dieses für uns verheerende Wahlergebnis analysieren. Ich will aber auch sagen, dass es auch die mutmachenden Ereignisse gibt, nämlich Cornelia Wählan bleibt die Landrätin von Teltow-Fleming. Sie hat sich gestern in der Stichwahl mit 55% der Stimmen durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch an Cornelia, herzlichen Glückwunsch an den Kreisverband und herzlichen Glückwunsch an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer zu diesem schönen Ergebnis. Das macht uns insgesamt Mut als Partei und das freut uns sehr. Deswegen unseren herzlichsten Glückwunsch. Und auch erfreulich ist, dass wir nach wie vor sehr stark ansteigende Neumitgliederzahlen haben. Wir haben in den letzten 3 Wochen fast 2000 neue Mitglieder gewinnen können und davon die meisten nach dem Wahlsonntag, also zum Teil noch in der Nacht von Sonntag auf Montag, zum Teil am Montag und am Dienstag. Also wir haben einen sehr starken Mitgliederzuwachs und das sind nur die Eintritte in der Bundesgeschäftsstelle. Das heißt also, in den Ländern kommt da noch ein bisschen was dazu. Das ist für uns ermutigend, das freut uns sehr und ist ja auch ein Zeichen, dass es doch eine ganze Menge Menschen gibt, die sagen, die Linke wird gebraucht in diesem Land und wir wollen dazu beitragen, die Partei zu stärken. Vielen Dank. Damit ist Zeit für Fragen. Frau Palzer, bitte. Professor, sind denn bei diesem Mitglieder-Zoom Themen aufgetaucht? Hat denn die Basis was vermisst? Also ich meine, das Wahlergebnis kommt hier jetzt auch nicht aus dem Nirgendwo. Also muss ja irgendwie, vielleicht manchmal hat ja die Basis das besondere Gefühl für Themen und kam da ein, zwei, drei Themen auf, wo Sie sagen, ja, das stimmt, da müssen wir entweder uns endlich hinwenden oder verstärken.
Ja, es gab so verschiedene Berichte und verschiedene Einschätzungen. Also ich sage mal, wenn man es ein bisschen zusammenfassen kann, hatten wir stellenweise Probleme bei der Mobilisierung. Nicht überall, also teilweise war es sehr gut mit der Mobilisierung, aber das habe ich jetzt von einigen gehört, dass sie gesagt haben, eben auch gerade in einigen, also gerade in den großen ländlichen Kreisverbänden, dass es eben dort einfach Probleme gab mit der aktiven Decke, dass es dort halt ja sehr viel Fläche und sehr wenig Aktive gibt und dass das eine Schwierigkeit war. Und das hat natürlich unmittelbar mit den Strukturen zu tun, ja, dass Leute sagen, naja, wir haben hier einen riesigen wir haben hier einen riesigen Landkreis, aber wir haben eigentlich nur, was weiß ich, 10 Aktive. Also das ist angesprochen worden. Es sind aber auch Dinge angesprochen worden, wie man zum Beispiel die Social-Media-Arbeit noch verstärken kann, wie man das machen kann. Also im Wahlkampf sehr praktische Dinge angesprochen worden. Aber es ist natürlich auch Thema gewesen, dass die Partei und dass eben viele Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer es auch gespiegelt wurde, dass die Partei, naja, sagen wir mal, zu vielstimmig war in den letzten Jahren. Ja, also dass es bei vielen Punkten irgendwie, die auch relevant sind, Leute nicht ganz sicher waren, was ist da überhaupt die Linie. Und dann wurde eben berichtet, dass es eben im Wahlkampf von, auch einfach häufig an den Wahlkampfständen, ja, dass man diese Polarisierung, die es gab zwischen SPD und Union und die Frage, wer übernimmt jetzt das Kanzleramt, dass das schon eine Rolle gespielt hat. Also das haben uns schon auch Aktive erzählt, dass sie gesagt haben, dass es in den letzten Tagen vor der Wahl schon so ein bisschen eine Stimmung gibt, man muss Laschet unbedingt verhindern. Und das waren so die Eindrücke, aber es war natürlich jetzt auch Schlaglichter. Ne? Also das waren so ein paar der Eindrücke, die geschildert wurden. Ja, bitte. Natürlich. Das ist jetzt kein inhaltliches Thema. Also ich sage jetzt mal Heizkosten, Wohnen, Hartz IV, Kinderarmut. Also so kam da irgendwas aus Westen? Naja, die inhaltlichen Themen, die Sie jetzt genannt haben, da würde ich, also es kam jetzt nicht das große inhaltliche Thema, an dem es gelegen hat, das kam so nicht, ja? Also jetzt, ich meine, das Thema Hartz IV oder das Thema bezahlbare Mieten, das haben wir auch relativ stark im Wahlkampf gemacht. Nee, es war eher so ein bisschen, also es gab jetzt auch keine riesige Kritik oder sowas an der Kampagne, ja, gar nicht, die wäre auch im Vorfeld diskutiert worden war, sondern eher so eine sehr nachdenkliche Stimmung, weil wir natürlich auch wissen, und das haben natürlich auch Leute gesagt, dass die Entwicklung nicht erst seit dieser Bundestagswahl so ist, sondern dass wir bei den letzten Landtagswahlen, auch bei der Europawahl festgestellt haben, dass wir mit wenigen Ausnahmen da einfach eine Tendenz haben, dass wir Stimmen verlieren, ja, oder zumindest am Prozent verlieren und dass das ein Problem ist. Aber es ist jetzt nicht, ja, es ist ein paar Mal gesagt worden, wir müssen Gemeinsamkeiten eben wieder vielleicht, also mehr in den Vordergrund stellen, ja, und weniger über Fragen öffentlich streiten. Das war so ein bisschen eine Stimmung, ja. Aber wie gesagt, das ist nicht repräsentativ, es war so ein bisschen schlaglichtartig auch, ja. Bitte schön. Ich darf, ursprünglich hieß es mal, dass letzte Woche die Fraktionsspitze gewählt wird. Das ist jetzt nicht passiert. Haben Sie Interesse an diesem Job? Und das ist die erste Frage. Und die zweite, wie wird das zeitliche Programm? Also wir haben darauf verzichtet, 2 Tage nach dieser Bundestagswahl, die ja wirklich eine Zäsur ist, auch für uns als Linke, direkt einen neuen Fraktionsvorstand zu wählen, sondern haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal auch miteinander diskutieren. Wir müssen auch einfach die Partei war ja natürlich auch einfach geschockt über dieses Ergebnis. Deswegen war es richtig, jetzt nicht sofort den Fraktionsvorstand neu zu wählen. Ich persönlich fühle mich mit dem Parteivorsitz gut ausgelastet. Wir wollen aber zu einer gemeinsamen Vorschlag, zu einem gemeinsames Gespräch natürlich führen, wie man den Fraktionsvorstand jetzt neu aufstellen kann. Weil natürlich ist es so bei 39 Abgeordneten, das ist eine klare Verkleinerung dieser Fraktion. Und deswegen bin ich sehr daran interessiert, dass wir einen Vorschlag haben, der möglichst konsensual ist, womit alle in der Fraktion gut leben können und sich wiederfinden und dass wir einen solchen Vorschlag miteinander diskutieren. Achso, ein Zeitplan ist am 26. Oktober ist die Konstituierung des Bundestages, also am 25.
steht das zumindest auf der Tagesordnung. Und dann ein paar Sachen wird man ja im Vorfeld auch noch gar nicht ganz abschließend klären können. Das ist ja die Frage auch, wie die Ministerienzuschnitt ist. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wie unsere Arbeitskreise dann noch aussehen und wer der Arbeitskreisleiter und sowas wird. Aber das schauen wir uns an. Aber ich denke, das Ziel ist, dass wir auch als Fraktion dann zu einem möglichst breit getragenen Lösung kommen. Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gut.